Neuer Anlauf für eine friedliche Lösung im syrischen Bürgerkrieg. Guten Abend, willkommen zur ZIP2. Kleine Schritte. In New York ringt man bei der nächsten Syrien-Konferenz um einen Waffenstillstand. Wir schalten live zu Hannelore Veit nach Washington und zu unserem Nahost-Korrespondenten Karim El-Gohari nach Kairo. Erste Schritte für Irmgard Griss am politischen Parkett, warum sie für das Amt der Bundespräsidentin kandidiert und wie ihre Chancen stehen. Langsame Schritte. Spanien erholt sich nur sehr zögerlich von der tiefen Wirtschaftskrise. Wer für die Wahlen am Sonntag die besten Karten hat.